Ganz herzlich willkommen zum heutigen Video, Leute. Ich bin super hyped auf diese neuen Pferde. Ich sag's euch ehrlich, ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, dass die heute rauskommen. Ich habe jetzt nämlich gerade eigentlich nur Pause. Es ist gerade 13.13 Uhr. Okay, krass, wünsche euch was. Und ja, eigentlich muss ich mich voll beeilen, aber ich habe richtig Bock, dieses Pferd jetzt zu kaufen und noch zu testen. Und ich komme sonst erst heute Abend nach Hause und das wäre echt schade. Deshalb werden wir jetzt ohne viel rumzulabern direkt zu den belgischen Warmblütern gehen und uns auch eins davon kaufen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die mega schön. Also das, was ich auf den Bildern gesehen habe, da will ich eigentlich alle haben. Oh mein Gott, wie schön sind die bitte? Ich weiß aber echt nicht, welche Farbe, weil mir gefallen eigentlich alle. Ich sag's euch, wie es ist. Wir reiten da jetzt schnell hin und dann schauen wir mal, welches heute bei uns einzieht. Aber es wird bestimmt nicht das letzte sein. Let's go, Leute. Also Leute, ich habe es jetzt rausgefunden. Das erste Pferd ist in Fort Pinter. Ich musste gerade nochmal nachschauen. Und die anderen stehen beim Silverglade Pferdesportcenter. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Pferd in Fort Pinter steht, aber wir schauen uns das natürlich trotzdem noch an. Okay, wie ihr seht, hier sind tatsächlich sogar zwei Pferde der belgischen Warmblüter. Und ich sag's euch ehrlich, mein Fazit ist, ich finde das Pferd einfach mega. Ich finde das Pferd echt mega. Wenn jetzt die Gangarten auch noch so cool sind, dann... Vor allem, es sieht einfach aus wie mein Pferd in echt. Also, naja, müssten die Beine noch ein bisschen länger sein. Aber ganz ehrlich, ich finde die so schön. Über die Animation etc. kann ich noch nichts sagen, da habe ich mich nicht gespoilert. Also, ganz ehrlich, ich würde direkt alle mitnehmen, aber das ist nicht mein Favorite. Den hier kann ich mir aber schon richtig gut vorstellen. Ja, der ist eigentlich so hübsch. Aber aus Respekt eigentlich muss ich mir den Rappe kaufen. Weil, ne, also, Leute. Wir gehen jetzt erstmal rüber. Wir haben jetzt die gesehen und jetzt schauen wir uns eben noch die anderen Optionen an. Wir sind da und ihr seht schon, hier ist einiges los. Leute, fangen wir an bei diesem hier. Warte mal, das ist doch... Ist das nicht dasselbe wie gerade? Ne, mit schwarzer Mähne nochmal. Er ist so schön, oh Gott. Ich will die alle haben. Ich will einfach alle haben. Er ist halt schon. Okay, ich muss sagen, der Schritt, da gefällt mir die Zusammensetzung nicht so ganz Hammer. Wir schauen jetzt mal kurz einen Spoiler an. Oh, der Trab ist schön, der gefällt mir richtig gut. Oh, Leute, den finde ich echt schön. Die Hinterhand ist okay, aber an sich. Und der Kopf so hochnicken, runternicken. Aber Leute, im Großen und Ganzen, glaube ich, es wird eins meiner neuen Lieblingspferde. Also, ja, das muss ich einfach sagen. Wir haben hier als nächstes den Fuchs und, oh mein Gott, der Fuchs ist auch so schön. Der Fuchs ist auch richtig schön. Jetzt geht's weiter mit dem Dunkelbraun. Das ist ja auch eins meiner Favoriten. Eigentlich sind alle meine Favoriten. Der ist der Hammer. Ist der Hammer, ist der Hammer. Oh Gott, ich will alle. Dann kommen wir zu dem hier. Der ist auch mega schön. Och Leute, ich kann mich gar nicht entscheiden. Wir haben hier dann noch den Rappen. Oh nein, er hat... Oh Gott, ist das süß. Ich will eigentlich den... Ich kann mich nicht entscheiden. Der ist auch mega süß. Und dann der Weiße, auch unglaublich süß. Boah Leute, ich muss pausieren. Ich werde jetzt nachdenken, welches bei mir einzieht, weil ich finde ohne Spaß dieses Mal alle Farben einfach mega. Ohne Spaß jetzt. Bevor ich mich entscheide, Leute, hier, diese neuen Zöpfchen sind ja einfach mal der Hammer. Also ehrlich, ich finde die Mähne auch schön, die Zöpfchen sind auch schön, aber kein Vergleich zu diesen hier. Die sehen Hammer aus. Ich will echt alle haben, die sind doch einfach so Zucker. Meine Tendenzen sind momentan bei diesem Pferd tatsächlich, weil das mich auch an ein anderes Pferd erinnert, das ich mal sehr lange gekannt habe. Natürlich, das hier wäre eher mein Pferd, aber da passen natürlich wieder ein paar Sachen nicht. Und ich glaube, es wird tatsächlich nicht der Rappe bei mir. Auch Top-Favorit ist hier dieser Dunkelbraune, obwohl ich den mit langer, also eine kurzgeschnittener Sportmähne am schönsten finde. Dann haben wir natürlich noch den hier, auch ein Hammerpferd, von der Farbe aber eher ein bisschen specialig. Und von meiner Erfahrung her weiß ich, dass ich den nicht so oft reiten werde, weil die Farbe einfach ein bisschen besonderer ist. Und der Weiße ist halt auch ein Traum. Leuchtet ein bisschen extrem. Das heißt, jeder kleine schlechte Punkt wird jetzt ja genommen. Und deshalb stehen eigentlich noch zur Auswahl dieser hier oder dieser hier. Oh Gott. Die Farbe hat halt auch schon was. Die hat halt auch schon was. Aber ich glaube, für meinen Main-Account
Nee, der fällt raus. Wir haben hier entweder den Fuchs. Ah, der ist halt auch so schön. Okay, nein, Leute, ich habe mich jetzt entschlossen. Es wird dieses Pferd. Ich werde diese Farbe kaufen. Oh Gott. Aber ich glaube, die anderen zwei, die werden auch noch einziehen. Also, ich finde den Fuchs echt mega schön. Vor allem die Blässe sieht echt Hammer aus. Aber ich sehe mich bei dem am meisten, weil es muss ein Pferd sein, das ich jeden Tag anschauen kann. Ich wollte eigentlich so einen richtig geilen Namen wie Million Dollar oder sowas, aber das gibt's nicht. Und deshalb bin ich zufällig auf diesen Namen gestoßen, Mastermind. Und ich finde den irgendwie toll. Also, ich weiß nicht, ist so ein Name, der passt einfach. Den kann man so rausrufen und ach, ich weiß nicht. Ich finde den Namen passend. Ich habe ihn ausgewählt als Hengst und als Jungpferd und dementsprechend Mastermind würde ich jetzt einziehen. Ich weiß nicht, ob ich es bereuen werde. Ich finde den Fuchs auch richtig geil. Oh, und den Dunkelbraun auch. Aber wir werden den jetzt kaufen und testen. Und ich freue mich so, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Okay, 1, 2, 3, okay. Und da ist er auch schon. Ich hoffe einfach, ich bin happy damit. Ich hoffe es einfach nur. Aber was mich halt nicht mehr loslässt, ist der Fuchs. Oh mein Gott, der ist halt auch so schön. Vielleicht hätte ich ihn nehmen sollen. Jetzt aber, bevor wir irgendwas bereuen, sind wir erstmal im Heimatstall und suchen uns das Pferdchen raus und auch ein Outfit. Ich bin mega gespannt, was ich dazu sage. Und da ist er auch schon. Ich stelle ihn jetzt mal vor in die Box und dann gehen wir mal hin. Oh Leute, ich freue mich gerade so sehr, dieses Pferd Probe zu reiten quasi, weil ich einfach... So, oh, das Gesicht ist halt einfach nur Zucker, oder? Um den Satz zuvor zu beenden, weil ich mich einfach noch nicht gespoilert habe. Jetzt wird erst mein Outfit rausgesucht und dann geht's auch direkt weiter ans Gangartentesten. Es ist so schlimm, die haben jetzt erstmal noch schön neue Sachen rausgebracht, die man sich kaufen kann. Neue Gamaschen und alles. Und jetzt will ich direkt alles kaufen. Haben sie gut gemacht, das ist ein guter Move. Ich sehe mich ja bei der Schabracke, sage ich euch ganz ehrlich. Aber dann sind die 1000 Starcoins weg. Okay, es wurde doch ein Dressur-Outfit und zwar dieses hier. Ich werde jetzt nichts Neues kaufen, sondern nehme dieses wunderschöne, schon vorhandene Outfit. Und der Dressursattel sieht auf dem Pferd einfach nur megamäßig aus, oder? Jetzt wird noch verändert die Frisur und das Make-up. Und fertig mit der Auswahl. Ich habe mich jetzt für diese Frisur entschieden, weil ich finde einfach, ein Zopf sieht da am cleansten aus. Oh Leute, ich freue mich jetzt gerade echt mega dolle drauf. Es sieht doch einfach nur... Also es sieht Hammer aus. Müssen wir nicht drüber reden, oder? Okay, Leute, ich habe was noch Besseres gefunden. Scheiß drauf, ich kaufe das einfach. Es tut weh, aber egal, es ist schön. Wir kaufen es einfach. Und tschüss, Starcoins. Leute, dieses Outfit ist... Oh, Hammer einfach. Problem nur, ich finde kein Oberteil. Option A, aber ich tendiere, weil ich diesen Helm gefunden habe, der Hammer aussieht, eher dazu, ein schwarzes Oberteil zu nehmen. Leute, die neuen Kleidungsstücke sind halt auch so schön, aber leider so teuer. Hier wird auf jeden Fall noch fett geshoppt auf meinen anderen Accounts, aber hier kann ich mir das Ganze einfach nicht leisten. Und dementsprechend werde ich mir hier auf jeden Fall noch ein anderes Oberteil kaufen. Und zwar handelt es sich um dieses hier. Ich finde, das Schwarze passt eigentlich richtig gut ins Konzept. Sind halt nochmal Starcoins. Und Leute, wir sind fertig. Wenn wir nicht mal sportlich Hammer aussehen, dann weiß ich auch nicht. Ich finde gerade nochmal die Akzente hier mit dem Weißen, kommen mit der Trense nochmal ganz gut. Es ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich hätte natürlich am liebsten ein perfekt passendes Oberteil in den Brauntönen gefunden. Dann hätte ich den Helm auch einfach schwarz gelassen. Aber leider gibt es nicht alles, was wir uns wünschen. Und wir sehen aber ganz schön stylisch aus. Ich habe dann noch einen Helm gefunden, der übrigens sehr gut passt, und zwar ist das dieser hier. In Kombination mit dem Oberteil kann man das auf jeden Fall auch tragen, aber sieht so ein bisschen freizeitmäßig aus. Und ich sag's euch, der Helm sieht viel schicker aus, deshalb auch eben diese Entscheidung. Ich glaube, das ist dann einfach so mein persönliches Ding. Ich finde das irgendwie besser. Auch die Hose kann man dazu gut tragen, aber am besten meiner Meinung nach sieht's halt und am cleansten sieht's aus, wenn man das Ganze so kombiniert. Gut, jetzt aber genug. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine kleine Vorstellungsrunde und zeigen die Gangarten. Erstmal meine Reaction dazu und danach natürlich nochmal mit Musik hinterlegt. So, und wir haben hier jetzt direkt auch den Schritt. Also muss ich sagen, gefällt mir ganz gut. Ich hätte mir gewünscht, dass es noch ein bisschen zusammengehaltener ist mit dem Kopf, mit den Zügeln. Die Hinterhand gefällt mir aber sehr gut. Es ist ein sehr fleißiger Schritt, könnte ein bisschen raumgreifender noch sein. Der Schweif könnte auch ein bisschen schöner wackeln, aber die Ohren vorne, das gefällt mir sehr gut, sehr konzentriert. Dann kommen wir zum Trab. An sich auch sehr schön. Fußt schön ab. Hinterbein ist natürlich wieder okay animiert. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man hier wirklich bei den Hinterbeinen sieht, wie die abfußen und wie das Gelenk auch quasi nach unten abfußt. Also das ist schon
realistischer als so manch anderes Pferd. Ich habe mir gewünscht, dass da ein bisschen mehr Action ist bei den Beinen. Eventuell auch, dass es als Sondergangart dann eine Trabverstärkung oder sowas gibt. Das hätte ich mir sehr gut vorstellen können bei dem Pferd. So, dann haben wir hier den Galopp. Der gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gefällt, ist, dass hier am Hals es so eine kleine Kerbung gibt, weil der Kopf relativ weit oben ist im Vergleich zum Rest des Körpers. Es gibt zwar einen schönen Bergauf-Galopp, aber an sich, es sieht etwas verklemmt aus. Trotzdem bin ich absoluter Fan von dem Galopp und ich glaube, im Großen und Ganzen kann man da echt nichts sagen. Nur jetzt hier seht ihr es nochmal perfekt. Der Hals wird oben getragen, aber hier sieht das Ganze super verspannt aus und nicht so wie ein lockerer, versammelter Galopp, auch wenn es ja schön bergauf geht. So, weiter geht's dann auch. Dann hier mit dem leichten Galopp, also es war gerade der Arbeitsgalopp, jetzt haben wir den leichten Galopp, da ist schon besser mit dem Hals. Wenn das ein bisschen langsamer wäre, könnte man so schön einfach sagen, ja, man macht der Galoppverstärkung. Und natürlich der schnelle Galopp wird schön, der Hals oben getragen, die Ohren vorne. Das ist wirklich ein Favorite von mir. So, der Speedstop, ja, ist jetzt nichts Besonderes. Rückwärts richten haben wir hier noch. Ein bisschen unruhig finde ich das. Ich hätte mir gewünscht, dass es größere Schritte sind. Dann haben wir noch das Steigen. Das sieht sehr interessant aus tatsächlich. Ein bisschen zu wild für meinen Geschmack, aber eigentlich ganz nett. So, und jetzt springen wir natürlich noch zum Abschluss. Das Springen, da müssen wir schneller abroben. Und das scheint gar nicht so schlecht zu sein. Gucken wir uns das nochmal an. Richtig schön die Beine angezogen. Es fällt mir sofort auf, die Beine werden richtig angezogen und da sehe ich schon so ein paar Springbilder machen. Sieht ja aus, als fliegt der Süße. Beim Abfußen. Oh, das ist direkt ein cooles Bild geworden. Beim Abfußen würde ich gerne mal schauen. Ja, das gefällt mir nicht so gern. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass die ein bisschen schöner landen, sage ich jetzt mal. Aber das Losrennen nach dem Landen, das ist der Hammer. Das ist echt gut gemacht. You got my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You cut my heart in a million pieces. Damn, why you gotta be so heartless? Why you gotta be so heartless? You got me like das war es jetzt auch mit dem Video von heute für euch. Ich freue mich sehr, dass dieses Pferd bei uns eingezogen ist, sage ich euch jetzt mal ganz ehrlich. Wir probieren nochmal zum Abschluss das andere Outfit an, das ich mir hier ja eben auch überlegt hatte. Ich glaube, wir haben das Oberteil weggetan. Nein! Ach so ein Mist. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz praktisch. Dann müssen wir doch ein bisschen das Ganze nochmal umschmeißen. Ich habe natürlich sehr viel dabei. Das heißt, wir können da ganz variabel sein mit allem, was wir benutzen und einfach andere schöne Gamaschen draufpacken. So. Also Leute, auch im Dressur-Outfit lässt sich das Ganze sehen. Ich sehe das Pferd aber eher als Springpferd, gerade weil wir haben hier meiner Meinung nach einen relativ schönen Parcours-Galopp sogar. Also auch hier hinten, möchte ich euch mal zeigen, wenn ihr im schnellen Galopp seid, wie schön die Beine da geschmissen werden hinten. Gut, jetzt sieht man das nicht. Ja. Gerade hat man es sehr, sehr gut gesehen. Springen und wie die dann schön weiter hinten abfußen, das ist für mich irgendwie eher Springpferd. Also ich weiß nicht, ob wie ihr das seht, müsst ihr mal in die Kommentare schreiben. Kann man auf jeden Fall alles tragen mit diesem Pferd. Ich wünsche euch an der Stelle noch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen und hoffe, dass wir uns auch das nächste Mal wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben!